Lässt er das nicht auch anfahren, Alter. Ein Idiot. Warte mal, es gab auch geile Animationen übrigens. Für... Ich drücke mal. Ich drücke mal das Weite. Es gab auch mega geile Sachen für... Wo waren das? Stimmungen. Das ist Warte. Es gab hier... Hier, gestresst im Kreislauf. Sowas gibt's hier nämlich. Mega nice. Genau das Richtige für mich. Hallo. Moin. Danke, gut. Freetown, Alabama. Mega nice. Im Weg. Nee, steht nicht im Weg. Wütend nachlaufen. Können wir auch. Kann mich auch hier hinstellen. Spuckt gut erst bei mir Schulter. Na ja, hab ich auch gemacht. Ich bin geneist, dass es solche Animationen gibt. Das hat mir bei Harriet gefehlt. Bin ich ganz ehrlich. Das hat mir gefehlt. Guck mal, da hinten ist jemand traurig. Oje, oje. Oje, oje. Traurig aus dem Dienst gehen im MD, nie gut. Das ist nie gut. Ist da etwa gerade jemand gestorben? Damit muss man umgehen können. Entweder man meidet die oder eben nicht. Meinst du jetzt das MD? Ach, warte mal, jetzt kann ich aber. Oder? Sie war ja voll okay. Die kindischen Leutchen, achso. Also ich fand das halt zum Beispiel jetzt bei Sektor ganz geil, ne? Sektor ist ja auch nicht so extrem hardcore. Es war aber... Hallo. Was? Nee, alles siehst du aus? Siehst du aus, als wäre alles gut? Du musst ein bisschen beruhigen. Hast du Drogen? Ja. Also. Wie viel? Alles. Jetzt kostet man. Das wird's nahm. Ich kann was du haben möchtest. Weiß nicht, ein Joint oder so? Kriegt man locker hin, wa? Ja. Was willst du denn haben? Wie viel kostet einer? Dann zeig ich dir, wie viel ich mir leisten kann. Hey, du bist mir so sympathisch, ich geb dir nur so. Oha. Oha, er ist ja wirklich ein Mensch. Ich hab keine mit. Ja, dann brauch ich deine Nummer, würde ich sagen, wa? So stark ich noch nie die Nummer bekommen. 1472851. Ich bin auf ITS2 eingetragen. Ich auch. Ja. So, das ist Lisa. Ja. Lisa? Ja. Ey, du bist eine geile Sau, Lisa. Ja, ich weiß. Aber mein Freund wird gerade operiert, deswegen bin ich vielleicht nicht besser Laune. Ein Freund? Wer ist dein Freund? Der Typ, den ich gerade hier persönlich eingetragen habe. Keine Sorge, ist nur ein Freund. So. Ob ich da irgendwie helfen kann, weiß ich nicht. Wie heißt du eigentlich? Ich bin so ausgespannt. Ich heiße Tarn. Aber, dass du den alleine so reinträgst. DJ. KJY. Ja. Ich glaube, das wird sonst sauer. Ja. Ich Sport gemacht. So, Sport gemacht heute? Nee, dass ich den hier reingetragen hab. So. Kann man sagen, ist stark. Ich ja, danke. Ach, Mann. Was machst du hier? So viel Sport? Ich bin noch nicht lange hier, nee. Die Dame, du schreist ein bisschen. Wir hören dich auf dich. Ich glaube auch nicht, dass er mich meint. Doch, der wollte nicht. Aber ich hab gar nicht geschrien. Ich glaube, er meint die Dame da vorne. Ja, ich krieg hier eine Nummer. Wie kannst du eines fit machen, Digga? Hä? Ja, was machst du denn so für Sport? Hab süß. Ein bisschen Baseball gespielt, ne? Baseball? Echt? Ah, ja. Was knallen bei dir drin? Ich hab keine Ahnung, wie das geht. Erklär mal, wie geht das? Oh Gott, wirklich? Also, ich bin ganz ehrlich, selbst wenn man spielt, ist es der langweiligste Sport der Welt. Kann ich nicht empfehlen. Außer du stehst auf Rumstehen. Hä,
Ja, ich stehe den halben Tag nur im Kreis, also ich glaube, das ist genau mal richtig ausgesprochen. Ja, wollte gerade sagen, ja, dann ist genau das Richtige für dich. Also kommt halt drauf an, was du für eine Position hast, ne? Ja, ich bin Quarterback. Das ist jetzt Football. Ja, das ist Football. Was gibt's für Position? Ich weiß, das ist dieses, du musst so den Ball schlagen und während der Ball in der Luft ist, musst du rennen so. Ja, genau, genau. Musst du den Homebase erreichen und so weiter und so fort, ja. Ja, wenn er halt gefangen wurde von den anderen und du bist nicht auf einer Homebase, dann bist du halt raus, ne? Kannst dich quasi safen oder du läufst halt weiter und riskierst quasi dann rauszufliegen. Und wenn du halt 4 geschafft hast, also einmal rund ums Feld gerannt bist, dann hast du einen Homerun quasi, dann kriegst du einen Punkt. Das heißt, du musst ein bisschen überlegen, also bin ich schneller, also renne ich schneller als der andere den Ball fängt oder nicht? Und wie viele Punkte muss man haben, bis man gewinnt? Es geht halt nach Zeit, ne? Je nachdem, wie viel Zeit rum ist und dann am Ende, wer mehr Punkte hat. Okay. Ja. Okay. Das heißt, wenn du nicht dran bist, stehst du rum und wenn du auf einer Homebase stehst, dann musst du halt warten, bis wieder jemand den Ball trifft. Dann kannst du erst weiter rennen. Es gibt nichts mehr. Ich will rumstehen. Aber macht das nicht auch Spaß, weil du gehst nur kurz außer Puste und dann bist du wieder in der Puste? Aber du musst halt ohne Runde schaffen, sonst ist es kein Homerun. Ja, richtig. Oder du kannst halt werfen. Wie er schon meinte, dann bist du der Pitcher. Dann wirfst du halt den ganzen Tag nur Bälle. Das ist richtig. Ja. Oder du kannst halt nichts, dann setzt du dir eine Maske auf und dann bist du der, der hinter dem Spieler steht und die Bälle fängt, die vorbeigehen. Kannst du auch machen. Cool. Also ist das ähnlich wie dieses verbrannte List aus der Grundschule, oder? Was für ein Zeug? Ich hatte in der Schule so verbrannte List gespielt. Ja, Digga, wo du mit so einem Tennisball durch die Köln durch die Halle geschickt hast. Nee, bei uns war es ein Volleyball. Ja, okay. Und da musstest du in diese eine Ding reinwerfen, ne? Nee, also du musstest den. Warte. Also, wir nehmen jetzt das hier an, das ist eine Sporthalle, wa? Ja. Das ist kein Krankenhaus, das ist eine Sporthalle, da hat man eine Menge Fantasie. Brauche ich nicht so viel Fantasie, ist ein scheiß Krankenhaus. Ja. Ja, ich find's auch richtig toll. So, ihr seht da hinten den. Ich kann es nicht lesen, ich habe die Brille nicht auf. Parking. Den Fahrstuhl. Ich meine nicht den Rückzug. Was kracht denn jetzt hier? Junge, die wollen Fischer seine Organe klauen. Also da hinten, ne, da steht man so. Ja. Man nimmt den Ball, man schießt ihn so durch Raum, so quer durch. Ja. Und die im anderen Team sind, müssen den so fangen oder müssen den holen. Und in der Mitte steht so ein. Du meinst Völkerball? Nein. Nein. Na, warte, ich weiß nicht, wie erklärt man das? Teacher Silver, hilf mir doch mal. Was willst du denn? Na, wie erklärt man das Spiel? Ja, du wirfst aber quer durch die Halle den Ball. Ja. Dann musst du halt zur Matte rennen. Genau. Und wenn du halt einmal durch die Matte, einmal werde durch bist, ohne dass den Ball irgendwie schon in Dings geworfen wurde, in den Checkpoint. Ja. Hast du halt in den Verbrannt-Point, ne? Richtig, richtig. Guck mal, du musst so... Ja, das klingt ähnlich, ja? Klingt wie Baseball. Wenn du auf der Matte bist und der Ball schon bald noch nicht drin bist, doch wenn der Ball drin ist, aber du auf der Matte bist, bist du nicht verbrannt. Aber wenn die es schaffen, den Ball reinzutun, ist der Bodenlaber. Wenn du nicht auf der Matte bist, bist du halt verbrannt. Ja, genau. Ne? Klingt ein bisschen klingt ähnlich wie Baseball, ja. 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 Dann bist du halt verbrannt, ne? Dann machst du halt keinen Punkt. Aber wenn du es schaffst, durch die ganze Runde zu laufen, dann kriegst du einen Punkt für dein Team und dann lieben dich alle. Also ja. Bei mir und alle so, yeah, woo, yeah, geil, ja, ja. TJ, woo. Allem, ich hab's immer noch zu dritten, haben, ich hab's immer noch zu dritten Dings geschafft. Klasse. Ja, und dann bin ich immer rausgeflogen. Also am wildesten war immer die Leute, die entweder durchgerannt sind, die haben direkt, ne, da sind alle rangegangen, oder ja, die Dicken, wenn die es geschafft haben. Ja, das war cool. Wenn die nicht nur ein Dings gegangen sind, weil sie wussten, okay, das zweite wird knapp, weißt du, wenn die einfach gesagt haben, Junge, ich bin ein Löwe, und dann sind die losgesprintet. Bin immer durchgesprintet, Mann, wie ein Löwe. Ich auch. Seid ihr draußen? Wild. Ja, klingt ähnlich. Ja. Er hat schon Bock gemacht. Damals in der Schule, das war schon cool. Ach, so ist der Baseball vielleicht doch was für uns, für euch. Ja. Also wir können auch gerne, weiß ich nicht, Eishockey spielen oder so. Nee, Eislaufen sehe ich nicht so. Wie gesagt, alle professionellen Eishockeyspieler können gar keine Kinder mehr zeugen. Ich möchte doch kein Eishockeyspieler werden. Das heißt, du willst Kinder? Ja. Ah ja. 3 Stück. Das wären Soul Train Kinder. Oh ja. Achso, arbeitet ihr beim Soul Train oder was? Waren wir mal. Ja, Inhaber von Soul Train. Das war 3-4 Wochen. Inhaber sogar. Mensch. Ja. Warum hast du aufgehört? Ich bin reich.
Warum hast du aufgehört, TJ? Kein Bock mehr. Ah ja, verstehe. Kein Bock mehr und keine Zeit mehr. Ich denke viel Kopfschmerzen mit diesem scheiß Gewerbeding. Ja. Verstehe. Ey, was passiert denn jetzt, Digga? Mann! Wegen den Wichser da draußen dauert das hier ein halbes Jahr. Worauf wartet ihr eigentlich? Auf eine Behandlung. Achso, ihr wart noch gar nicht dran. Ja. Nee. Seht ihr mal, ich habe meinen Freund einfach an euch vorbei reingetragen, ne? Geht schneller. Ja, das kracht ja gleich komplett, Alter. Der meinte zu mir, weil ich habe gesagt, ist nichts Willis, also soll mir nur sagen, ob ich zur Apotheke gehen soll oder ob die das machen. Oder Mann, Digga. Der meinte, ja, gleich bin ich bei dir, ich sag dir das direkt. Merkst du ja, ne? Merkst du, ja. Arschloch, der drüben, gut. Der Typ, ne? Dann war es wahrscheinlich alle gut, dass ich in dir vorbeigelaufen bin, weil mein Freund wird gerade operiert, also von daher. War es wohl schlimmer. Wer ist dein Freund? Barry. Auch relativ neu, kennt er wahrscheinlich nicht. Nee, was ist dem Zug gestoßen? Was hat er gemacht? Der wurde angefahren. Am Ende hat er Blut gehustet. Ich glaube, das ist nicht so gut. Naja. Also. Wenn du so überlegst, ein Animes husten die auch immer Blut und denen geht's eigentlich noch voll gut. Mhm. Oder wenn du so einen Mittelalterfilm hast, dann husten die genau, Blut und haben sie Keuchhusten. Genau, auch alle aus dem Maul. Mhm. Drei Wochen also später sind sie tot. Das ist so, wenn du aus dem Mund blutest, dann bist du tot. Ah, toll. Nee, der wird schon nicht tot sein. Ich hoffe nicht. Ich weiß, wie die Ärztin aussieht. Aber nicht für sie. Vielleicht ist die Ärztin auch einfach nur eine Verrückte. Was hat denn nichts mit der Ärztin zu tun? Wenn der stirbt? Doch. Nee. Schon. Also ich hab mal so eine Serie gesehen über so Ärzte. Und da war so eine Frau, die hat der Mann, der, ich weiß gar nicht, ob es eine Mann oder eine Frau war, die, also der Mensch, die Mensch, was auch immer, ist da gestorben. Die ist so auf den Tisch gesprungen, hat so Herzdruckmassage gemacht, dann so Defibrillator, der Mund-zu-Mund-Beatmung. Und irgendwann ist der Mensch wieder aufgestanden, hat so wieder gelebt, ne? Also ich fände, das würde nicht jeder Arzt machen. Ey, bitte guck dir die Serie Black Mirror an. Muss das nicht sogar jeder Arzt machen? Ja, Mann, Black Mirror ist super. Das ist so, das sind so creepy Folgen. Weggesuchtet, Mann. Ey, Junge, ich weiß nicht, es hat irgendwas anderes. Es ist nicht so ein Kontext, der dazwischen ist, es ist einfach no Kontext. Das sind einfach verschiedene halt Folgen, Digga. Situation? Ja, Folgen. Guck mal, da hinten steht Martin. Richtig cool. Ja. Richtig cool gemacht. Über meinem Kopf steht Martin. Ich bin dunkler. Bei der Sonne. Arzt. Was haltet ihr davon? Ja, ich werde auch Arzt jetzt. Ja, wir werden Ärzte. Oder da war eine Folge. Dann könnt ihr euch wenigstens selber behandeln, müsst ihr 5 Stunden hier warten. Ja. Oder, pass auf, da war eine Folge, da war so ein Arzt, ne? Der hatte so ein Black Mirror übrigens völlig gut gebaut. Mit so einem Netz auf dem Kopf. Empfehlen. Und wenn man so Sky-Fi mag. Der konnte halt spüren, was du halt für Schmerzen hast und so und konnte halt feststellen, was du hast. Ne? Der stand drauf. Ja, richtig, Junge, der hat immer davon Boner bekommen und so. Der erzählt keinen Quatsch. Schmerzen zu kriegen. Bis er sich auf einmal selbst umgebracht hat, weil er die Schmerzen haben wollte. Was? Ja, Digga. Also, danke für den Spoiler, aber was? Ja, sterben ohne zu sterben war wohl ein geiles Gefühl für ihn. Ja, der wollte sich so. Der stand da halt auf Schmerz, weißt du? Und der hat immer mehr gemacht, immer mehr. Bis er sich halt über die Kehle aufgeschüttet hat. Ich krieg hier ja null Info irgendwie, ne? Geil war. Was jetzt eigentlich mit Barry ist. Keine Ahnung, was da gerade passiert. Lebt er noch? Ist er gestorben? Wird er noch repariert? Ist er schon im Aufwachraum? Ja. Muss er hier bleiben? Ich hab null Info. Er wird sich nicht selbst so verletzen, aber die Serie. Ja, der eine Arm ist ja tätowiert, ne? Genau. Ist ja ein Multiversums-Martin. Weniger tätowiert und brauner. Ist jetzt schon im Kühllager, genau. Ich krieg null Infos, Alter. Boah, die Folge war richtig geil. Da wohnen richtig viele Dings. Kannst du dich noch an diese Folge erinnern? Hier? Lisa? Ja, schon. Ja. Da also diese eine viele. Folge, ne? Kannst du dich daran erinnern? Nein, das, wo dieser Medic war, da waren ungefähr 5 Geschichten, 6 Geschichten oder so in einer Folge. Das war richtig krass. Ja. Wir haben ja beide Dragflex, ne? Wenn ich mir das so angucke. Er trägt auch eine. Ja, nicht? Hängt doch an der Seite was echt? Runter. Es ist mir nie aufgefallen, dass er eine trägt. Oder zählt das nicht als Fleck, DJ? Doch. Schwarz und blau, ja? Wie vertragt euch? Na, meine ist ehemals Payback. Die ich noch trage. Aber du bist ja gar nicht mehr. Nee, gibt's nicht mehr. Ach so, schwer.
Ich stehe so und über Gangs kann man. Entschuldigung? Wie diesen Mann, den liebe ich auch. Ich habe schon das Gefühl, dass über Gangs kann man hier nicht einfach reden. Ich wollte jetzt mal ein paar Infos haben. Komm, klär dir mal den Ohrenschopf. Ja, dann komm halt nicht immer erst um 11. Ehrlich. Forze! Hat er gerade Forze gesagt? Oh Gott. Ich weiß nicht. Ja, und sonst so? Ich finde das Niveau ein bisschen fragwürdig auf dem Server. Also, ich bin absolut begeistert von diesem Krankenhaus. Ihr werdet nicht behandelt und ich krieg keinerlei Info über meinen Kumpel da. Ey, das macht super Spaß. Ich hab super viel Spaß hier. Echt toll. Ich weiß nicht. Wie lange sind wir jetzt schon hier? Ich weiß es, ich glaube eine Stunde jetzt schon. Ach du Scheiße. Können wir nicht einfach gehen? Kann ich dich einfach behandeln? Mein Gott, wir sind fast eine Stunde hier. Ich raste aus. Ja, dann scheint es ja nicht so wild zu sein, oder? Nö, ist nicht gut, ne? Ey, ich sag's dir. Hm? Hallo, Curry. Hallo. Das weißt du doch ganz genau. Also, Fraktion bisher nicht so überzeugt. Muss ich ja leider mal zugeben. So, ich bin im Krankenhaus. MD. Weiß nicht. Ich hatte alle das. Der Staatsanwalt hat direkt nach seiner Mama gerufen. Wollte über einen Sound klettern, als wir ein bisschen Betrugs-RP machen wollten. TJ meinte, er ist lustig, stellt sich weiß davor, ich jetzt nicht. Fall um. Und jetzt tut mir die Beine weh. Und jetzt bin ich im Krankenhaus. Seit einer Stunde. Solange er noch laufen kann, ist so gut. Weiß ich jetzt nicht. Erzähl mich. Boah, ritz dich. Wow. Ritz dich. Digga, Alter. Was? Okay, das jetzt ist vorbei. Der hat wohl keine Fragen, wen es interessiert, dass ich verletzt bin. Ja, mich? Siehst du doch. Ja, siehst du? Also ich hatte ja auch auf Sektor mit Gangs durchaus mal zu tun, ne? Ich meine, Stan, Mikey, direkt, das war unser Anfang quasi. Haben wir nur mit solchen Gangs-Typen zu tun, ne? Aber so niveaulos war keiner. Ganz ehrlich. Ey, es tut mir leid, das war gar nicht so gemeint. So niveaulos war keiner. Hilfe. Liebst du mich noch? Oh Gott. Ich glaube, das heißt nein, wenn er auflegt. Er hat Spiegel gesagt. Ja. Ja, ne? Da meinst du nicht, guck mal, da vorne haben sich wieder ein paar Leute angezogen. Meinst du nicht, dass du da einfach mal fragen kannst, wie es aussieht? Jetzt kommst du hier gar nicht voran. Ich weiß nicht. Komm, wir machen das jetzt. Komm, helfen. Wir fragen jetzt, wann ich hier endlich drankomme. Ja. Das Gespräch will ich hören eigentlich. Ich habe aber wirklich nicht geschrien vorhin. Ja, Frage könnt ihr noch stellen. Wir haben uns schon angemeldet, du mein bester Freund hier. Schon lange her. Genau. Okay. Ja. Name nochmal? Tress Assam West. Nochmal bitte. Ja, nochmal mit dem Cappy. Soll ich dir einen Ausweis geben auf Süß? Ja. Wir können auch kommen, wenn Sie möchten. Ja, gerne. Ciao, ihr zwei. Wenigstens auf dich. So, ihr, ich weiß nicht, Partner, Lebenspartner? Freund? Boy, Kumpel. Kumpel, ihr Kumpel wird hier über Nacht bleiben müssen bis morgen. Ah, da wird ihm dann nochmal nach der OP quasi was entfernt, also haben wir operiert. Oder wird die Ärztin bestimmt gleich was zu sagen. Erstmal Barry ins Krankenhaus gepowert. Großartig. Sorry Barry, ich wollte dich nicht anfallen. So eine Abendmahlzeit. Barry! Mann! Das mache ich nicht durch die Nacht. Barry, ganz ehrlich, nur weil du keinen Bock hattest, wieder im Hotel zu schlafen, dann musst du nicht so eine Scheiße hier abziehen. Ja, jetzt hat er es geschafft, dass er eine Quetschung im Brustbereich hatte und dadurch die Lunge, ja, gerissen ist. Ja, was auch immer das heißt. Klingt super. Haben sie ja, bestimmt wieder hingekriegt. Lunge, ne? Haben sie bestimmt wieder hingekriegt. Ja. Was heißt Dior? Ich wollte das eigentlich viel überzeugen. Aktuell hat er noch einen Schlauch in sich, wie du siehst. Ja.
Sehe ich. Er hat den Morgen gezogen beim Bewusstsein. Ja. 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 Wieder ohne Probleme. Danke, okay, das wollte ich hören. Hat er gedauert für die Info. Ja, ja, danke, okay. Ciao. Warte mal, wie funktioniert denn das dann? Bitte? Wie geht das denn im Morgen? Da gibt's dann so einen Bettenalarm. Ich weiß nicht, Ihre Kollegin hier, ist die schon länger auf diesem Schlaf? Nee. Bluetooth kennen Sie, gell? Ja. Genau. Bauen Sie denn quasi, wer mit seinem Bluetooth hier bei Ihnen in der Nähe ist vom EMS? Und geben über das Bluetooth quasi einen Bettenalarm. Aha. Ja, kriegen wir hin. Super. Gute Besserung. Ciao. Warum läuft hier alles über Bluetooth? Das verwirrt mich. Ja, no. Was ein Scheiß. Die haben hier jetzt Zeugs reingedrückt. Guck dir diesen Schlauch da an. Scheiße, Mann. Nimm mich hier raus. Hol mich hier raus. Wie soll ich das machen, Alter? Ist mir scheißegal. Nein, Mann. Du hast irgendwie Lunge oder irgendwas war da. Kann ich hier nicht. Einmal, du musst jetzt hier bleiben. Ich hab draußen. Ich hab eine Nummer, wo wir anrufen können, wenn wir Drogen brauchen. So. Ja, das ist gut. Das brauche ich jetzt hier, glaube ich. Ja, ich habe auch gefragt, ob ich schon mal. Er wollte mir sogar kostenlos was geben. Er hat nichts dabei, der Penner. Jetzt hätte ich mir schon einen durchgezogen. Sind die mit Orangen gestreckt? Ja, nimm mal keine orangen Fleck. Kommen wir langsam der Sache auf den Grund? Nee. Ach, Baby Ron. Warum lässt du dich auch anfahren? Du bist so ein Idiot. Oh Mann. Barry, es tut mir leid. Ich hab nicht nach hinten geguckt. Der Rückspiegel. Das. Warum läufst du hinter das Auto? Warum zwingst du mich, dich anzufahren, Barry? Was soll das? Mhm. Hast du das Geld gezählt? Nein! Ich hab dich hier reingetragen. Ich hab sogar den Motor laufen lassen, Mann. Ich glaube, das waren. Das waren 750 Flocken. Das waren große Scheine. Ich dachte, das sind irgendwie 7,50 oder so. Mich verarschen? Oh, können wir morgen wieder ein Brecheisen kaufen, wa? Und kaputt machen. Also. Ja. Achso. Guck mal. Ich hier so über meine Schulter gucke. Da stehen Leute, die bewachen. Warte, mach ich auch. Ist gar kein Problem. Ja. Ja, ja, warte. Genau. Das so. Ist mal. So, Barry. Dir geht's gut. Keine Sorge, ja. Kann dir nichts passieren. Ja. Scheiße, Mann. Das tut mir wirklich leid. Das musst du nicht leid tun. Okay, ich will das Geld, sagst du, ist okay, ja. Jederzeit wieder machen. Machen wir das nächste Mal wieder so. Machen wir das nächste Mal wieder so. Perfekt. Mhm. Vielleicht fährst du das nächste Mal den Fluchtwagen. Ich erinnere mich noch, wie du sagtest, warum soll ich das denn machen? Ja, damit ich nicht hier liege und nicht angefahren werde. Genau deswegen. Hab schon kommen sehen. Momentan steht's 1-0 für dich, ne? Womit? Anfahren der anderen. Des anderen. Gar nicht? Bitte? Du hast mich auch schon mit der Tür mitgenommen? Ach komm, stell nicht so an. Bei laufendem Motor aussteigen. Ja? Das ist einmal eins der Straße. Ja? War nicht. Achso, warte, jetzt haben sie sich umgedreht. Jetzt muss ich mich auch umdrehen. So. Ja. Krankenhaus hier ist absoluter Bullshit, Barry. Wirklich. PD ist kacke. Das Krankenhaus ist kacke. Weiß nicht. Hm. Draußen der Typ hat eine Stunde gewartet. Auf seine Behandlung. Gut, dass ich die einfach vorbeigetragen habe. Einfach hier reingetragen. Eine auf hysterisch gemacht. Ich glaube, sonst würdest du da immer noch vorne liegen im Auto. Ich glaube, der Typ, den ich angesprochen habe, der wollte mir auch weismachen, sie können ihr Auto hier nicht stehen lassen. Wenn er mir das gesagt hätte, wirklich. Hätte ich ihm dich, also ich hätte dich einfach auf ihn draufgeworfen und hätte ihm dann noch eine runtergehauen. Ja, bitte. Ich will der Auto hier aber nicht stehen lassen. Wirklich. Doch nicht. Ja. Ich sag dir, wir brauchen. Hast du jetzt was zu essen bekommen? Ja, ich hab was. Okay.
Morgen frage ich nochmal nach dem Essen, nach doppelten Portionen. Glaub mir, die sollen bluten dafür, dass sie mich jetzt hier über Nacht im Bett liegen lassen. Wie viel kostet die Scheiße? Bitte? Wie viel kostet die Scheiße? Nein, die haben nichts gesagt. Ich werde für diesen Quatsch nichts bezahlen. Guck dir diesen Schlauch an, der ist aus Plastik. Noch nicht mal aus Gold. Ach, Barry. Ich hätte einen aus Gold erwartet. Die wissen halt noch nicht, wer du bist. Die kennen deine Eltern nicht. Willst du deine Mama anrufen? Soll ich deine Mama anrufen? Gestohlen bleiben. Okay, gut. Auf den Kopf gefallen bist du also nicht. Gut. Du musst jetzt hier nicht die ganze Zeit warten. Also du kannst auch auf. Du gehst wahrscheinlich jetzt auf pennen, wa? Was weiß ich, also ich kann dich jetzt auch noch mal eine halbe Stunde unterhalten. Oh Gott. Aber morgen ist das Erste, was wir machen. Unsere Runde drehen, meine Liebe. Wir drehen unsere Runde. Du meinst wirklich, nachdem du angefahren wurdest, ja? Dass das wir direkt morgen eine Runde drehen, ich ja? Ich habe Blut geleckt. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ich habe Blut geleckt. Ich wollte gerade sagen, das ist wirklich dein Blut in deinem Mund. Ich weiß nicht, ob das so gut ist, Barry. Oh, doch. Gefällt dir unser neues Leben, ja? Klasse. Ja, wir müssen auch auf die Gewerbelizenz warten. Na klar. Zeit vertreiben uns schon. Richtig aktiv. Vielleicht können wir Felix fragen. Vielleicht ist er auch bei Visudius angestellt. Während er gerade Orangen pflückt. Der Chef vom MD einfach eingestellt bei Visudius. Oh, meinst du, den finden wir auf dem Orangenfeld? Bestimmt! Das war der Mann mit dem Supersportler. Auf dem Orangenfeld. Sagst du, wie es ist? Denkst du, wie dass ich seine Villa leisten kann? Meine Güte. Was für ein Scheiß, Mann. Oh, wer hätte gedacht, dass dieser Abend so endet? Wirklich, wer hätte es gedacht? Ich hätte niemals gedacht, dass wir beide zusammen mal in einem Krankenhaus landen. Wir sind eigentlich so die Vorsichtigen. Was ist ja noch nie passiert, Barry. Das ist gut. Wir waren noch nie im Krankenhaus. Zusammen. Ich glaube, das ist auch einfach nur die Verzweiflung der ganzen Situation gewesen. Ich glaube auch. Ich hoffe, das passiert nicht häufiger. Nee. Nicht, dass das jetzt irgendwie so ein Fluch war oder so. Wenn wir beide was zusammen machen, dass einer von uns im Krankenhaus landet. Ich hoffe nicht. Hab da schon schlimme Geschichten drüber gehört. Schlau nicht rausziehen und wir gehen einfach? Weiß ich nicht. Weißt du, das ist nicht, ich glaube, das ist nicht gut. Nicht, dass deine Lunge da wieder kaputt ist, wenn ich den jetzt rausziehe. Scheiße. Warte, ich frag Felix. Guck mal, ob der noch da ist. Außer er bringt Geld und Essen mit. Ricky hat nochmal geschrieben. Warte mal, der betreibt eine Pharmacy. Da kann ich auch fragen. Oh Gott, hast du die ausgeraubt? Aber nicht. Hm. Du hast den Frankie ausgeraubt. Er ist nicht mehr da. Toll. Warte, ich frag Frankie. Frankie ist auch nicht mehr da. Toll. Wofür habe ich denn die ganzen scheiß Nummern? Kein Schwein mehr da, ey, wirklich. Und wer wollt ihr da Drogen andrehen? War der im Krankenhaus? Ja. Medic? Nee. Hätte mich nicht gewundert hier, bei dem. Nee, der gibt in der Freizeit bestimmt Orangen pflücken. Gott. Ich glaube, aber jetzt ist keiner mehr hier, wir könnten abbauen. Nun. Aber dann stimmt doch deren hier Patientenliste doch nicht überein. Oh nein. Und dann ruft ein Pediler an und sagt, bitte, Mr. Fairchild, parken Sie doch bitte an der Parkbucht. Das Schöne ist, wenn du im EMS immer hier auf diesem Platz liegst, weil du nie gegangen bist, ne? Dann kannst du keine Straftaten begangen haben, mein Freund. Ich weiß nicht, wen sie da verhaftet haben, Officer, aber gucken Sie mal hier. Die Daten sagen, ich lag die ganze Zeit im Krankenbett. Das ist eine gute Idee. Ich weiß nicht. Wenn jetzt keine, ganz ehrlich, wenn du den Schlauch jetzt nicht hättest, hätte ich dich mitgenommen, aber mit dem Schlauch, ich weiß nicht. Wenn du da immer ab und zu wieder reinhustest? Ich weiß nicht, Barry. Ich bin kein Arzt, aber ich glaube, das ist nicht so gut. Hä? Nö.
Guck mal, das läuft ja auch hier irgendwo rein. Ich meine, das kann man nicht einfach. Das muss ja. Guck mal, da ist auch Zeugs drin. So ekel. Ich kann kein Blut sehen. Oh Gott. Ich hab hier geguckt. Jod. Du da drauf nicht so Didgeridoo spielen oder so? Ich mach den Mund auf? Nein. Ich frage mich, was sie dir gegeben haben. Nur Scheiße. Ich will auch was davon. Ach Gott. Das mit der Gewerbelizenz so lange dauert, Lizzie. Wir haben das Konzept heute eingereicht, jetzt beruhig dich doch mal. Wir wurden von dem, selbst von dem Dealer, dieser Felix, hat gesagt, habt ihr einen Gewerbeschein? Jeder. Richtig. Oh Gott. Und auf der anderen Seite gehen sie alle Orangen pflücken. Ich verstehe diese Stadt nicht mehr. Ja. Keine Ahnung. Schau doch, ich weiß nicht, ob du die Zeit findest, das machen wir es morgen nochmal auf Connect. Nee, ich will auch. Wir brauchen einen Job für die Straße. Vision News hat ja halt. Ja, Vision News hat ja halbwegs geklappt. Mein Presseausweis ist gar nicht so verkehrt. Ja, ich weiß, war eine gute Idee von mir. Du hast nur gute Ideen. Zum Beispiel, wenn du rückwärts fährst. Oder nach hinten zu gucken, ja. Super Idee. So kennen wir sie. Du warst halt schwarz gekleidet. Vor dem Schwarzen, es war dunkel draußen. Ne? Ich hatte da hinten das Rücklicht war kaputt und ich bin halt rückwärts gefahren. Ich hab dich halt nicht gesehen, Mann. Es ging nur auf einmal knirsch, knack, knack, knack. Bup, 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 bup. Und dann dachte ich, naja, vielleicht habe ich dich gerade überfahren. Ich bleib mal lieber stehen. Und dann hast du schon geschrien. Mann, ich hab's halt nicht gesehen. Halt nicht in Schwarz draußen rum. $750, ja? $750, meine Liebe. Was ist der Scheiß, Mann? Und der Geldautomat hatte ich einmal 200 Mal bekommen. Ah ja. 750 Dollar. Es kam keiner, ne? Nee, ich glaube nicht. Polizei dachte sich auch so, jo. Scheiß auf den Shopbesitzer. Vielleicht haben die eine Liste, wer Kinder hatten, wer nicht. Dann kommen die nur zu denen, die Kinder haben oder so. Sonst die Kinderlosen. Pass auf, ich verwickle dir dann immer ein Gespräch, ja? Frag dir, ob die eine Familie haben, ob die irgendwie groß was zu verlieren haben. Wenn sie Nein sagen, werden sie ausgeraubt. Gut. Ich sag dir, im Restaurant hätten wir nicht so viel Geld mitgehen können. Auf gar keinen Fall. Können. Und das ist auch mehr als das, was man bei Vision News über den ganzen Tag verdient. Kommt ja drauf an, wie viel du arbeitest, ne? $80 pro Stunde. Ja, aber das ist ja die Differenz hier von dieser Hilfe. Jetzt los. Hi, Robin. Na gut. Wen sucht ihr denn? Schawatzki. Richter. Achso. Ja, nö. Also hier liegt keiner mehr. Hier. Doch. Ich bin ab heute Richter, glaube ich. Wir machen den Tausch. Ich sehe dich nicht als Richter, wirklich. Sowas kannst du nicht. So, aber... Pass auf. Ich dich einfach nur... Bist du nicht wortgewandt genug für... Dafür kannst du so schlecht repräsentieren. Wow. Du musst als Richter repräsentieren, Barry. Wo hast du diesen Quatsch denn aufgegriffen? Weiß nicht. Fernsehen. Bist wie der Bundespräsident quasi. Muss nur repräsentieren, da alles andere ist scheißegal, Mann. Nee, das ist nichts für dich, glaub mir. Ja, jetzt würde ich Staatsanwältin werden, Alter. Repräsentieren ist, glaube ich, auch das Schwierigste, was man überhaupt machen kann. Dafür muss man, glaube ich, ein Tausendsasser sein. Tausendsasser, na klar. So ein richtiger Mann von Welt. Oberklasse. Premium. Stell dir vor, du hast so einen Spacken aus Texas oder so. Der dann sagt hier, ich möchte hier Richter werden. Ich dachte, die Gerichte in Texas stelle ich mir lustig vor. Holy shit, Mann. Alle Cowboy-Hüte auf und so komische Schals um oder so.
Oh Gott. Ich glaube, wenn, dann könnte er es richten. Und wenn dann... Lächerlich. Aber ich glaube, ein Texaner kommt auch selten allein. Ich spreche mich weg. Ah? Ein Texaner kommt aber auch, glaube ich, selten allein. Meinst du? Mhm. Die kommen immer sich nicht alleine aus ihrem Land, oder was? Nee, die kommen immer im Doppelpack. Ja, weil sie Schisser sind. Können nichts alleine. Mhm. Nicht so wie Los Santianer. Hey, Barry. Mhm. Ja, alles gut. Dann lass ich dich mal schlafen und versuch uns Drogen zu organisieren, wa? Damit du mit dir morgen einen durchziehen kannst auf deine neue Lunge. Cool. Also du gehst jetzt nicht direkt ins Hotel. Bist noch ein bisschen unterwegs. Wenn TJ noch draußen steht, dann gehe ich noch mal kurz mit wahrscheinlich. Okay, sonst verpisse ich mich. Dann melde ich mich, wenn die mich hier aus dieser Irrenanstalt rauslassen. Ja, ruf an. Hör dich dann ab. Mhm. Und achte bitte darauf, wenn sie das Essen hier reinbringen, dass da keine Orangen bei sind. Sag doch einfach, du bist allergisch gegen Orangen. Oh Gott, danke, ja. Ja, sag, du bist allergisch gegen Orangen. Einfach. Dann kickst du das hier weg, ja. Einfach dann so eine Spritze in den Hintern. Ja. Ja? Egal, was da drin ist. Nimm dir da so eine vollgezogene. Ja. Okay. Ja. Ich mach da Orangensaft rein und dann injiziere ich das einfach in die Reihen. Injizieren. Mhm. Influstieren. Infestieren. Das ist sehr gut. In Festen. Ich bin stolz auf dich. Ja. Ich wünsche dir eine gute Nacht. Schlaf gut, Barry. Tut mir leid. Ich weiß nicht, wie das passieren konnte. Gut. Sorry. Wer guckt schon nach hinten? Richtig. Niemals nach hinten gucken, immer nach vorn. Richtig. Oder oben. Immer, rückwärts nimmer. Oh Gott, ich gehe lieber. Vorwärts immer, rückwärts nimmer. Oh Gott, ich kann nicht mehr. Ich kann nicht ernst bleiben bei dem Mann. Das funktioniert nicht. Übrigens, sorry für die Anspielung auf Harriet und Richmond. Aber das musste sein. Wir haben uns wirklich sehr zusammengerissen die ganze Zeit. Aber das musste jetzt einmal sein. Er ist immerhin auf Drogen. Und ich gucke jetzt, ob ich an welche rankomme. Jo. Sie haben einfach nur nicht die Handbremse. Hey, vorsichtig. Gottes Willen, haben Sie Führerschein gemacht? Okay, aber bei mir funktioniert. Nee. Immerhin war ehrlich. Nee. Nee. Ja, guck mal, funktioniert doch. Ach, war das der Richter, ja? Ich glaube, das ist der Richter, den sie gesucht haben. Jojojo, TJ, Lisa hier. Ja, also. Bist du schon auf dem Weg ins Bett oder wie sieht's aus? Ja, schon. Warum? Alles klar. Nee, dann machen wir das mal anders. Ja, okay. Jo, ciao. Verdammt. Keine Drogen, bitte. Da war ein Polizeiaufgebot und die Polizei hat jetzt den Richter begleitet oder was? Oder wie? Oder wo? Wurde hier der DOJ überfallen? Wer macht denn sowas? Schweine. Ich hätte so Bock, jetzt noch was anzustellen, ohne Barry, was dann richtig schief geht. Ich hätte so Bock drauf. Zombie! Vielen Dank für den Raid. Dankeschön. Es tut mir so leid. Warum hast du auch direkt ausgespielt, dass du operiert werden musst, du Depp? Wirklich jetzt? Oh Gott. Warum so viel? Warum so hart? Ich hätte halt so Bock, dass Barry uns morgen anruft und ich sage, ich sitze im Knast. Das habe ich nicht. Doch, du hast gesagt, du hast Blut gehustet. Bist du bescheuert? Kannst du dir einfach anfangen, Blut zu husten? Junge. Barry. Barry, ich sitze im Knast. Hol mich hier raus. Das wäre so gut, Mann. Aber was können wir noch machen? Schlaf gut, Zombie. Vielen Dank für den Raid. Es war wieder großartig heute. Es war wieder sehr
sehr viel Brust dabei. Ja, wir können versuchen, alleine nochmal ein Auto aufzubrechen. Oh, das können wir machen. Wenn er 700 Attacken rausgeholt hat. Warte mal. Tatsächlich, Junge, wir sind reich. Ich muss mit so einer Bankautobahn. Der funktioniert. Auch ein Bankautomaten. Tja, im DOJ waren aber welche. Der DOJ ist aber leider woanders. Bankautomaten. Wir rauben die immer nur aus. Ich weiß immer nicht, wo wir dann sind. Warte mal, hier waren noch zwei. Die haben wir ausgeraubt. Sind die jetzt wieder ganz? Also kann man da wieder was machen? Also ist das wieder hier? Geht das hier wieder? $750, ich lach mich weg, Alter. Wie geil. Es kam nicht mal eine Streife. Ich hab mich da extra hingestellt und ach, komm, hör auf, ey. Geil, der geht wieder direkt aus. Ne, gut. So, erstmal die 901, die ich dabei hab. Oh. Danke. Bringe meine Karte wieder, bitte. Und den anderen 700 hole ich mir jetzt im Brechstab. Dann versuche ich das nochmal. Ganz alleine. Ganz in Ruhe. Ohne Stress. Übrigens, Zombie. Ich raste komplett aus. Du bist mir durch den Skillcheck quasi gelaufen. Du hast ihn verdeckt. Das war so bescheuert. Ich bin wirklich, ich war richtig sauer. Du hast meinen Skillcheck verdeckt, weil du da durchgelaufen bist. Es war so bescheuert einfach nur. Wirklich. Bei Gott. Ich dachte, das ist jetzt nicht wahr. Und beim zweiten Mal war es tatsächlich so, dass der Skillcheck ändert seine Geschwindigkeit. Er ändert einfach seine Geschwindigkeit. Frech war das. Hab ich zwei Masken einstecken? Achso, Mr. Kusch hab ich natürlich auch. Ja, klar. Der deine ganzen Sachen abnehmen. Ja gut, was soll man machen? Ja, wir lernen jeden Tag was Neues dazu. Ich sag dir, wie es ist. Jeden Tag lernen wir was Neues. Ab zum Baumarkt. Würde ich $750 für die Barry sich hat anfahren lassen, gehen wir jetzt ein Brecheisen kaufen und machen es direkt wieder kaputt. Und Barry wundert sich morgen, wo das Geld hin ist. Es war so bescheuert, wenn ich dachte wirklich, ich sehe nicht richtig. Ich dachte wirklich, ich sehe nicht richtig. Einfach das Interface weg, Alter. Oh, und dann bist du auch wirklich genau in der Sekunde durchgelaufen. Es war einfach viel zu gut. Ich konnte nicht mehr. Ich konnte einfach nicht mehr. Ich weiß, dass du mich verstanden hast. Ich konnte einfach nicht mehr. Nee. Ich weiß. Hab ich auch verstanden, durchaus. Ich werde jetzt wieder ohne Karte diesen scheiß Baumarkt finden, Alter. Ich glaube, das ist schon die richtige Straße, oder? Ja, easy. Geil. Ich meine, hey, ich kenne mich natürlich perfekt in der Southside aus und deswegen wusste ich genau, wo ich lang fahre. Ah, das war... Jetzt nicht nur Zufall. Ich glaube, ich muss doch, gucken, wo ich hinfahre. Oh. Gott. Sind einfach Stammkunden hier. So. Bitte einmal eine Brechstange. Ich habe eigentlich keinen Bock, das nochmal zu versuchen, ne? Oh Gott. Steht nicht zufällig ein Auto, ne? Nee, schade. Wir fahren wieder nicht hin. War doch super da. Dieses Auto fährt sich auch großartig, wirklich. Yo, geile Hupe, Mann. Jawohl.
So, wir tryen das jetzt einmal, bis die Brechstange wieder kaputt ist. Also wird es ungefähr 10 Sekunden gehen. Und dann Schlusswort. Sehr viel länger machen wir auch nicht. Das war anstrengend. Das macht müde. Ganz ehrlich. Diese Dulli-RP macht einfach komplett müde. Und durch. Aber ich hatte heute wieder sehr viel zu lachen. Habe ich hier schon? Nee. Wo waren die jetzt wieder? Ja, ich werde schon ein Häuschen finden, wa? Ich glaube, wenn sobald in Vinewood einen Rusty Rebel rumfährt, wundern sich die Leute schon. Ich hätte halt gerne diesen Transporter. Na, wobei. Aber wenn er seinen Transporter draußen hinstellt, hat er da bestimmt nichts drin, oder? Dann hat er da doch hundertprozentig nichts drin. Ein scheiß Transporter. Nein, nicht hier. Steht noch. Hat er da hundertprozentig nichts drin. Aber wir wollen ja nur üben, wa? Er wartet auf Fortsetzung, Zombie. Muss halt mich vielleicht umziehen, wa? Alles in meine Hose reinpasst, ist auch der Wahnsinn. Dein ganzer Körper blinkt ja auch. Was? So, lol. Hä, aber warum das denn? Was hab ich gemacht? Das sind Verletzungen. Oh, lol. Ach, weil du mich immer stegst. Ach ja, aber ich finde diese Schläge, die aus Versehen passieren, die muss man halt auch einfach ignorieren, Alter. Ganz ehrlich. Bin ich ganz ehrlich. Finde ich kacke, sowas dann auch spielen zu müssen. MD-mäßig. Hat man auf Sektor auch nicht gemacht. Ja, ist ja gut. Ich lass mich morgen auch behandeln. Ja, das war hier, ne? Nur weil du mir ständig eine runterhaust, Alter. Jetzt nichts für. Heute musstest du aber leiden. Ich hab dich auch einmal aus Versehen geschlagen. Einmal absichtlich, einmal aus Versehen geschlagen. Du alles weißt, Zombie, woher weißt du das? Der Wahnsinn. Aber gut zu wissen. Linken heißt schlecht. Okay, verstanden. Ich wurde nicht vom Auto angefahren, ich bin ganz ehrlich. Ich wurde nicht angefahren. Guck mal, was das. So, pst.
Konzentration jetzt. Skillchecks nicht verhauen, Leute. Das ist schon aufgeknackt. Ach, leck mich am Arsch. Ach, das ist jetzt nicht euer Ernst. Oh. Oder bin ich... Oder weil mein Körper blinkt. Ist das, weil es mir nicht gut geht? Oder weil das Auto schon aufgeknackt ist? Come on, Alter. Diese scheiß Kriminellen in der Stadt, ey. Körper liegt nicht. Ah, klasse. Aber ein Auto zum Aufknacken werden wir ja wohl noch finden. Wir werden jetzt hier nicht jedes Auto aufgeknackt haben. Hoffe ich. Junge. Nehmen wir halt doch das. Dabei, was will ich mit einem Supersportler? Da ist eh nichts drin. Zum Rumfahren. Ach Mann, ey. Hier ist der andere. Perfekt. Suchen wir den nochmal. Oh Gott! Irgendwann müssen wir nochmal zu Johnny. Autos reparieren lassen. Nee. Bist du noch raus? Ja, ne? Ja, mal schauen. Das ist auch ein bisschen hoch. Oh. Ich tue mir deswegen alles weh. Kann auch sein. Ey. Das ist nicht die richtige Musik. Komm schon. Enttäusch mich nicht. Enttäusch mich nicht. Playlist. Ja. Konzentration. Es liegt an mir. Ah, ich hatte das Gefühl. Hä? Ich hab die doch dabei. Ich musste die vorhin auch nicht ausrüsten dafür. Wow. Wow. Ey, uns hat heute nichts vergönnt, wa? Einfach nichts. Nichts vergönnt. Einfach nichts vergönnt. Kann nicht sein. Ich musste die vorhin auch nicht ausrüsten. Anonymist, vielen Dank, aber ich bin 100%. Ist ja nicht der Meinung, dass ich die vorhin nicht ausgerüstet habe. Das Einzige, was ich ausgerüstet hatte, war das Messer. Schöppchen. Und außerdem steht da, wenn du nicht das richtige Werkzeug hast, steht da was anderes. Sind nur noch drei. Oh lol. Ja, ja. Ich glaube, daran liegt's. Ciao, Zombie. Schön, nicht geguckt. Sind nur noch drei. Mal ganz kurz. So. Nee, war schon richtig. Warte, warum stehen die Regeln hier nicht? Ausraub wäre bei 3 noch erlaubt. Shop ausrauben bei 2 übrigens, ohne Geiselnahme.
Nee, also Autos aufknacken steht ja auch nicht mit drin. Aber es kann natürlich sein. Es ist nicht explizit erwähnt. Aber es kann, ist natürlich möglich. Aber ein Auto aufknacken muss mit 4 Sternen, das ist ein bisschen. Shops und Automaten gehen noch. Hm. Braucht 4 Sterne für ein Auto? Na, dann gehen wir jetzt pennen. 4 Sterne für ein Auto ist aber hart, oder? Versuche an einem, wo ich noch nicht war. Ja, es stimmt. Ja, kann auch sein, dass es daran liegt, dass ich selber da schon das versucht habe und verkackt habe. Möglich, stimmt. Let's try. Mega obvious hier. Let's try. Okay, letzter Versuch. Aus diesem Auto werden wir überhaupt nichts rausholen. Sag nur, wie es ist. Wir werden hier nichts rausholen. Da wird nichts drin sein. Das Ding hat wahrscheinlich nicht mal einen Kofferraum. Oh Gott, man kann mich hier von überall sehen. Das ist so eine scheiß Idee. Ey, das ist so eine scheiß Idee. Nee, okay. Daran liegt es auch nicht. Schade. Ich hätte es gemacht. Okay, daran liegt es nicht. Vielleicht doch 4 Sterne. Ach, Ghost, so verwundbar finde ich die gar nicht. Also wir haben bisher $2,400 in den Sand gesetzt, weil wir es nicht geschafft haben. Ich dachte, wie ist es? Ich wollte es jetzt eigentlich tatsächlich mal probieren. Okay, dann 4 Sterne wahrscheinlich. Ach, alles gut, Prisma. Ich habe mich nur gewundert, was du schreibst, aber... Dann ab ins Hotel mit uns. Aber danke für den Hinweis, Ghost. Ich weiß, warum es nicht easy ist. Okay. Ich weiß, warum es nicht easy ist, Autos zu knacken. Verstehe ich schon. Aber 4 Sterne finde ich ganz schön hart. Naja, geil. Machen wir morgen. Schade, ich wollte noch was machen, damit Lizzie jetzt irgendwie in die Nacht in den Zellen verbringt und Barry morgen anruft. Barry ist jetzt in den Zellen, du musst mich abholen, komm. Scheiß auf deine Lunge. Scheiß auf deine Lunge. McFly, nee, wir können gleich noch ein bisschen quatschen, wenn du möchtest. Aber Zombie ist nicht da. Nee, scheiß auf deine Lunge, Mann. Du musst mich abholen. Ich bin im PD, in den Zellen. Ah, schön. Naja, haben wir für morgen eine Brechstange schon mal besorgt. So, super. Haben wir schon mal eine besorgt. Wobei, ich weiß halt nicht. Also, ich weiß halt nicht, was bedeutet 3 Sterne, ne? Heißt das 30 Polizisten im Einsatz oder was heißt das denn? Weiß man ja nicht. Ich weiß nur, dass man halt quasi bei, ne, einem Stern kann man mit irgendwie 10 Leuten gegen Polizei vorgehen, etc., etc. Ich glaube, es sind schon einige. So. Einmal Parki-Parki machen. Oh, da vorne steht wieder ein Bugstar. Oh mein Gott. Brauchen dieses Auto. Für ein Fahrzeug. Einfach unser Auto. 20 und 30 Cops. Na gut, für die ganze Stadt. Auch schwierig. Das stimmt schon. Das ist dann auch schwierig. Warte mal. Nee, warte mal. Warte mal. Warte mal. So gehen wir nicht schlafen. So nicht. Oh, definitiv meine Cabby. Oh, wobei, die nehmen wir lieber mit. Maske kann hier bleiben. Mitternachtssnack nehmen wir noch mit. Und einmal hatte die hier. Perfekt.
für den Weg. Weed. Ab 35 Cops sind es 4 Sterne. Ja, okay, dann ist es tatsächlich nicht so viel, wie ich dachte. Ah, guck mal, jetzt sind es noch 2. Gehen gerade alle außer Dienst. Ja, dann sind es nicht so viel, wie ich dachte. Okay, na gut. Fair enough. Wieder was gelernt also heute. Erstens, Schöppchen bringen wollte ich mehr, als ich dachte. Zweitens, Autos knacken, 4 Sterne. Und scheiße schwer. Fünftens, ja, klar. Drittens, alle anderen kommen uns immer zuvor. Frech. Frech. Nee, mit Blei. Nee. So funktioniert das nicht. Es gibt einen Grund, warum du das nur 3-mal machen darfst. Jetzt mach das nicht mit der Nachricht davor im Ding. Was soll das? Wird, glaube ich, gecringed. Wie? Es ist Dienstag. Ja, normalerweise ist ja unsere Uhrzeit auch 0 Uhr. Oh nein. Oh Gott sei Dank. Ich dachte schon, Alter. Oh nee, ey. Das wäre es jetzt noch gewesen. Nicht um die Uhrzeit. Ich glaube, er spielt auf sein Schwert an. Der hält dich im Zaum. Ich sag dir, wie es ist. So. Gute Nacht, Leute. Au revoir.